Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir gönnen uns heute eine skandinavische Auszeit, denn ich habe hier was ganz Besonderes liegen. Die Septemberbox von der Goodiebox, ihr Lieben. Wir haben hier skandinavische Pflege, aber auch mal Make-up-Produkte. Und ich muss euch beichten, ihr habt es vielleicht gemerkt, aber wahrscheinlich gibt es einfach genug Unboxings, dann müsst ihr es auch nicht merken. Die Augustbox habe ich noch nicht ausgepackt, die liegt hier aber noch. Jetzt ist die große Frage, was mache ich damit? Ich habe sie noch nicht ausgepackt, ich habe noch nicht reingeschaut. Wäre es sinnvoll, sie zuerst auszupacken? Ja, tue ich es? Nein. Ich packe jetzt mit euch die Goodiebox aus und wahrscheinlich irgendwann, wenn ich neugierig bin, schaue ich in die Augustbox und nehme euch da auch mit. Einfach weil ich das irgendwie nicht so feiere, die allein auszupacken. Ihr müsst dabei sein. Jetzt schauen wir aber erstmal, er hat mich angegriffen, was uns im September erwartet. Goodiebox ist eine Make-up-Beauty-Pflegebox aus Skandinavien. Wir haben hier gerne mal dänische, schwedische, skandinavische Marken dabei. Mal was anderes, nicht immer so die klassischen Sachen. Das ist eine schöne Farbe schon mal. Haben wir schon sowas? Sieht ähnlich aus wie da oben, ne? Da. Sie kostet um die 20 Euro. Lasst mich jetzt lügen. Wir haben eine Energiepreispauschale dabei von 1,62 Euro, glaube ich. Heißt, ihr zahlt irgendwie knapp 21 Euro. Wenn ihr aber meinen Link unten benutzt, bekommt ihr eure erste Box zum halben Preis. Das sind dann ungefähr 10 Euro plus, minus, nee, plus 1 Euro ungefähr wegen der Energiepreispauschale. Das ist so viel hin und her, ne? So viel ungefähr. Aber ihr zahlt normalerweise rund 21 Euro, mit dem Link da unten rund 11 Euro für die Goodiebox. Die bekommt ihr dann jeden Monat. Und so sieht sie aus. Und das ist hinten. Schaut mal. Das ist das gute Stück für den September. Wir kommen in den Herbst. Es geht los mit den schönen Farben und den kuscheligen Pullovern. Sehr schön. Achtung, wenn ihr unten die Goodiebox für den halben Preis bekommt, beziehungsweise ein Abo abschließt, bekommt ihr als erstes die Welcome-Box. Das heißt, da findet ihr das Best-of der letzten Monate. Man kann ja als Abonnent immer bewerten, wie man die einzelnen Produkte fand. Und die, die am besten abgeschlossen sind, landen in der Welcome-Box. Heißt, ihr bekommt so das Best-of der letzten Monate und ab Oktober in diesem Fall die reguläre Goodiebox. So, jetzt schauen wir hier mal rein, was uns erwartet. Ich stelle sie euch hierhin. Ich bin selber ganz gespannt, denn wie gesagt, ich hatte eine kleine, oh, wir haben zwei Karten, Beauty-Abstinenz. Jetzt schauen wir mal. Ah, hier ist eine neue Marke. Wir haben hier Werbung für Gen C. Say hi to Gen C. Okay, wahrscheinlich haben wir da ein Produkt von drin. Ich bin gespannt. Ich packe es erstmal hier so hin. Und dann haben wir unseren normalen Flyer. Das ist alles, was ihr bekommt an Informationen, denn hier hinten haben wir einen QR-Code. Schön Papier sparen, Müll sparen, wie auch immer. Also scannen wir den QR-Code. Ich schau mal, ich war ja jetzt ein paar Monate nicht drauf, ob sich was verändert hat, wie gut der Link funktioniert. Und dann bekommen wir alle unsere Infos zu unserer September-Box. Deine neue Box ist da. Ja, ist das schon mal gut. Die Beauty School Box. Haut das hin? Wir hoffen es mal. Mit der Box dieses Monats betrittst du das Reich der Schönheitsbildung. Oha, da bin ich gespannt. Um deine Beauty-Routine zu verbessern und aufzuwerten. Wir lüften die Geheimnisse innovativer Inhaltsstoffe, zeigen dir transformative Routinen und stellen dir revolutionäre Produkte vor, die Trends in der Beauty-Branche setzen. Oh, ich bin gespannt. Das klingt nach was, was ich möchte. Unter anderem, ah nein, hier wird schon gespoilert. Das wollen wir nicht. Wir gehen mal selbst rein, oder? Machen den Sticker auf. Das sieht richtig gut verpackt aus, muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Oh, und es riecht gut. Es riecht nach Spa. Nach Teebaumöl oder so. Oha, was Großes. Das fällt raus. So sieht's aus. Da schauen wir gleich mal rein. Und als erstes haben wir, wir wühlen mal, huch, achso, das ist leer. Okay, schauen wir gleich. Egal, ne, sehen wir uns gleich an. Guess what, you'll be naked in a minute. Frank Body,
Ich mag das Marketing von denen sehr. Das sieht mir aus wie etwas für den Hintern. So ein Scrub wahrscheinlich. Original Coffee Scrub. Exfoliator for Smooth Glowing Skin. Genau. Wir haben hier 20 Gramm drin. Hinten steht immer in sehr detaillierten Ausführungen und ansprechenden Ausführungen, wie es angewendet werden soll, das Produkt. Hier steht jetzt zum Beispiel Get Naked, Get Dirty, Get Rough und Get Clean. Also mach dich nackig, wie oft sage ich das jetzt am Anfang des Videos, mach dich schmutzig mit dem Scrub, mach dich, ich sag mal wild, indem du das verteilst und rubbelst. Und get clean, werd wieder sauber. So, Anwendungsanleitung für dieses Body Scrub. Sehr schön, lieben wir. Haben wir hier noch was Spannendes drin? 100% natürlich, vegan, unterstützt dich bei Hautausbrüchen, Narben, Zellulite, Dehnungsstreifen und trockener Haut. Eine Mischung aus Kaffee, Vitamin E und antioxidantienreiche Öle. Sehr schön, das finde ich gut. Ist eine kleine Sauerei. Kleiner Tipp von mir, mach das nicht in der Badewanne. Ja, weiß jeder normale Mensch, ne? Ich habe es getan und habe danach sauber gemacht. Ist halt tatsächlich wie Kaffeepulver. Also da ist jetzt nicht groß Chimichimiel dazu oder so gemischt. Das ist wie Kaffeepulver. Das fühlt sich gut an auf der Haut, riecht toll. Heiße Wanne, dann könnt ihr es doch reinmachen, habt ihr einen Kaffee. Aber muss danach natürlich sauber gemacht werden. So, gutes erstes Produkt. Aber nicht neu, kenne ich schon. Dann haben wir einen Pinsel von Scorn. Und diesmal hält er. Wer erinnert sich, es gab schon mal einen Pinsel von Scorn, einen Highlighter-Pinsel, meine ich. Und der ist leider direkt kaputt gegangen, aber der hier ist fest. Und ich finde Scorn sehr schön. Das hier sieht mir aus wie ein Concealer-Pinsel. Aber ist der ein bisschen groß? Ne, geht, ne? Der wird behalten. Ich liebe solche Pinsel. Der ist so richtig weiß und ich glaube, der passt gut rein. Könnte man auch als Kontur benutzen, aber zum Ausblenden. Ich glaube, Concealer ist besser. Sehr cool. Was haben wir denn hier stehen? Preis habe ich euch blendet, ne? Könnt ihr euch immer als Screenshot dann speichern, dann seht ihr, was das Produkt direkt kostet. So der Plan jedenfalls. Wir haben einen Concealer Brush. Ganz genau. Trägt mühelos Concealer auf oder Unreinheiten und Makel gekonnt abdeckt. Mhm. Welcher Concealer deckt das denn gekonnt ab? Oder jeder mit dem Pinsel? Wahrscheinlich jeder mit dem Pinsel, ne? Wir haben Scorn, also wird es wieder vegan und tierversuchsfrei sein. Ich schaue gerade mal. Vegan aus Holz. Sehr gut. Ja, nicht komplett Holz. Das hier ist Kunststoff, aber das ist Holz. Sehr gut. Bitteschön, packen wir es hier oben rauf. Seht ihr das? Das seht ihr. Ihr seid gut. Dann habe ich was. Was Leeres. Last Object. Happiness in a reusable bottle. Water to here. Okay, da gehört da was dazu? Wahrscheinlich das hier, ne? Das ist doch wahrscheinlich. Pass auf, witzige Geschichte. Ich habe vorgestern unsere Handseife leer gemacht. Und mein Sohn kam gestern. Mama, können wir bitte neue holen? Ich kann mir die gar nicht die Hände waschen. Wir haben ja jetzt gerade, er hat ein Shampoo genommen. Also ein Shampoo und ein Duschgel habe ich gerade daneben gestellt. Und es ist nach einem Tag schon ein gutes Zeichen für mich, ne? Für meine Erziehung, dass mein Sohn nach einem Tag schon sagt, er hält es nicht mehr aus ohne Hände waschen. Ohne Hände waschen, ohne die richtige Handseife. So, jetzt haben wir anscheinend wieder eine neue Handseife. Denn hier haben wir die Bottle, die Flasche dafür, den Spender. Der ist wahrscheinlich aus irgendwas Besonderem, denn der fühlt sich ganz leicht an. Ein Sonderangebot, das nur für Goodiebox entwickelt wurde. Dieser schön gestaltete Handwaschmittelspender in Zusammenarbeit mit Last Object. Der Spender ist zur Wiederverwendung gedacht, ermöglicht es dir, das Waschpulver mit Wasser zu mischen und eine sanfte, fliegende Handwäsche herzustellen. Nachführbares Produkt, Reduzierung von Plastikmüll. Ach so, ich dachte, jetzt ist es aber hier aus Rohrzucker oder so, keine Ahnung. Nee, das steht hier nicht. Inhaltsstoffe PET. Okay. Doch nicht. Also es ist eine leere Dose, ein leerer Seifenspender. Dann werde ich aber ganz ehrlich meinen weiter benutzen. Ich habe von Rituals den Karma-Spender. Der ist Gold-Türkis, das passt bei mir rein. Und dann werde ich das nicht austauschen. Also dafür ist er jetzt auch nicht besonders genug, ne? Ich dachte gerade unten im Gästebad. Aber der...
wenn da nichts draufstehen würde oder so, wenn es irgendwie noch edel aussehen würde, aber so sieht es ja einfach nur aus wie eine Seife, die ich irgendwo gekauft habe, ne? Okay, aber der Clou an der Sache ist, ich bin aus dem Scan raus, sehr schön. Der Clou an der Sache ist ja, dass wir weniger kaufen, weniger Müll verursachen, weil wir nämlich dieses Pulver dazu kaufen. So, und dann ist das schon ganz gut. Nicht jeder hat eine Handseife, einen Handseifenspender da, den er immer wieder benutzt. Dafür ist das schon gut. So, ne? Kurzer Denkfehler, Dani, hier. Nicht jeder ist so doof wie du und benutzt immer denselben Spender. Heißt, ihr habt hier ein Pulver. Dieses Pulver wird mit Wasser gemischt zur Handseife. Hier haben wir sogar den Strich drauf. Heißt, bis hier wird Wasser reingefüllt. Dann kommt das Pulver oben drauf und dann haben wir Handseife. Shake für 30 Sekunden. Wonach riechst du? Gentle and hydrating. Mhm. Aber hier steht nicht. Hat es irgendeinen Geruch oder so? Geschmack, wollte ich schon sagen. Ich hoffe nicht. Hochwertige Inhaltsstoffe. Danke für die Info. Pflegt. Ja. Perfekte Kombination aus natürlichen Zuckern und einer Hyaluronsäure. Oh mein Gott. Ein Hyaluronsäure-Derivat. So, das ist das Wort. Gegen austrocknende Haut. Okay, also es riecht wahrscheinlich nicht besonders. Ich werde es jetzt nicht aufmachen und dran riechen. Wir machen es hier rein, mischen es mit Wasser und schütteln es für 30 Sekunden und dann haben wir eine Seife. Ich überlege gerade, ich könnte es ja, ich weiß nicht, wie viel in meinen Seifenspender reinpasst. Müsste draufstehen, ne? Aber dann kann ich es bei dem genauso machen. Ich werde es auf jeden Fall benutzen, aber wahrscheinlich in einem anderen Spender. Gut, können Sie, glaube ich, mit leben. Dann haben wir Hyaluron und Vitamin C. The Range. Feel free. Feel free kennen wir. Die Marke kennen wir. Bitteschön. Das sieht mir aus wie ein Öl oder Serum. Moisturizing Facial Serum. Okay, also ein feuchtigkeitsspendendes Serum, denn da ist Hyaluronsäure drin. Da freut sich unsere Haut. Bio Branding Cosmos Natural. Da, bitteschön, haben wir ganz viele. So sieht es von vorne aus. Ganz viele Gütesiegel, wollte ich sagen. Da, so sieht es von vorne aus. Feel free, The Range, Hyaluronsäure und Vitamin C. Ja, ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Ich schaue mal, ob ich noch mehr Infos hierzu finde. Er ist schon wieder rausgegangen, ne? Das ist nervig. Das kriegt ihr gar nicht mit. Ich tue so, als wäre nichts passiert. Und stelle das mal nach hinten, während er sich wieder einloggt. Was ist da los? So, da stellen wir es schon mal hin. Wir haben 30 Milliliter Hyaluronsäure und Vitamin C Serum. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Okay. Verbessert dadurch die Elastizität. Das macht alles Sinn, ne? Das Serum kurbelt Kollagen- und Elastinproduktion an. Deshalb wird es elastischer. Und strafft die Haut. Vitamin C, ein starkes Antioxidant. Schützt vor Umweltschäden und UV-Strahlen. Reduziert Hautunreinheiten und gleicht den Hautton aus. Ja, reduziert Hautunreinheiten und gleicht den Hautton aus. Aber schützt vor Umweltschäden und UV-Strahlen. Wenn ihr Vitamin C benutzt, solltet ihr eher lieber nochmal Sonnenschutz oben drauf tun. Ich will jetzt hier kein Halbwissen verbreiten, aber Vitamin C schützt doch nicht vor UV-Strahlen. Okay, dieses Serum ist ideal für alle Hauttypen. Okay, also es ist jetzt keine große Info, die wir hier haben. Gib 3 Tropfen des Serums in deine Handfläche, verteile es auf dem Gesicht Tag und Nacht anwendbar. Es ist ein sehr schön, ein Allrounder-Produkt für alle. Ne? Es ist feuchtigkeitsspendend, angenehm kühl wahrscheinlich. Ein schönes, angenehmes Serum, was ihr abends, was ihr tagsüber tragen könnt. Das könnt ihr im Winter, im Sommer auftragen. Feel free, da passiert nichts, ist kein Peeling oder so. Ein schönes, angenehmes, sicheres Produkt, sagen wir mal so, okay? Dann haben wir, ist ganz schön viel, oder? Kommt es mir so vor. Ein Conditioner, Ultimate Protection Formula, aha, von London Botanical Laboratories. So ein geiles Wort, oder? Jetzt sagen wir es alle ganz schnell, 3-mal. London Botanical Laboratories, London Botanical Laboratories, ich höre auf, dankeschön. 200 Milliliter, ein Energizing Conditioner mit Babassu-Öl. Was ist denn Babassu-Öl? Das kenne ich noch nicht. Nee, kennt ihr das? Fordert die Gesundheit deiner Kopfhaut. Fortschrittliche Formel, spendet langanhaltende Feuchtigkeit für ein erfrischendes Gefühl. Bei jeder Anwendung wird das Haar weich und revitalisiert, widerstandsfähig. Okay, für eine ausgeglichene Kopfhaut. Ich... Schau mal,
Ich habe immer Angst vor Produkten, die meine Haare fettiger werden lassen, als sie sind. Und passend dazu hängen die gerade runter wie so Spaghetti, ne? Okay, ich glaube, ich werde es mal ausprobieren. Einmal die Woche haue ich es rauf. Nussöl, Babassu ist Nussöl. Okay. Ich werde es mal testen. Also es scheint ja sehr hochwertig zu sein. Ich rieche mal dran. Oh, es riecht gut. Oh, es riecht wie Friseursalon. Und frisches Wasser. Irgendwie so ein Eistee oder so. Es riecht gut. Ich werde es ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert oder ich ein komisches Gefühl habe, was Fettiges oder so danach, dann sehen die echt... Na toll, danke dafür. Dann werde ich es wieder lassen. So, Überraschung. Und dann haben wir das letzte Produkt. Die Box ist leer. Ist ganz schön viel, ne? Eigentlich haben wir 5 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haha. Und noch die Bottle dazu, die Flasche. Also eigentlich 5 plus Goodie. 6 plus Goodie. Mensch, Leute. Wir haben hier Clean Sheen Cheek and Lip Color. 8 Milliliter. Das ist unser Flyer hier. Gen C, das ist ein Wortspiel, ne? Finden wir gut, wir lieben Wortspiele. So sieht das aus, ganz klein und süß. Und du bist ein Lip- und Cheek-Tint. Oh, es ist aber tatsächlich so eine normale Öffnung. Da muss man aufpassen, dass nicht zu viel rauskommt. Aber die Farbe scheint geil zu sein. Litchi. Litchi 06. Wenn die Farbe so aussieht, wie sie da aussieht... Deine erste Wahl für mühelos aufbaubare Farbe auf Wangen und Lippen. Egal, ob du einen dezenten Hauch oder einen kräftigen Knall bevorzugst. Heute ist offensichtlich. Dieses vielseitige Produkt verleiht deinem Teint ein natürliches, strahlendes Aussehen. Eine sanfte Tönung. Wir haben entweder die Farbe Litchi, Dragon Food oder Plum. Oh, spannend. Plum ist bestimmt auch genial. Ich werde mal... Hier ist ein Video. Ich werde das mal eben... abspielen. Wir schauen mal, ob wir verschiedene Farben sehen. Ja, das sind die Farben. Wir haben Litchi, so trägt man es auf. Also wir haben dieses rosenholzige, dann gibt es ein Pink und ein Pflaume, lila. Ich probiere das jetzt aus. Okay, es ist eine ganz kleine Öffnung. Ich mache jetzt mal... Seid ihr noch da? Ja. Okay. Die Farbe kann sehr geil sein. Was nehmen wir denn für einen Pinsel? Ich nehme, der ist so groß, ne? Aber die Farbe kann sehr geil sein für meine Haare jetzt auch gerade. Oh, ich finde das, glaube ich, richtig gut. Oh, ich finde das, glaube ich, richtig gut. Ah, ich habe schon was drauf. Das gefällt mir. Oh, das passt perfekt zu meiner Haarfarbe. Oh, aber hier ist jetzt ganz schön eingeditscht. Na, das muss ich sauber machen. Das ist eben meine neue Meditation, Pinsel reinigen. Kennt ihr es? Ich kenne so viele, die sagen, die machen das zu selten. Ich könnte das jeden Tag machen, einfach um einmal runterzukommen. Aber dann müssten die schneller trocknen, um das jeden Tag zu machen. So sieht's aus und es gefällt mir richtig gut. Ich würde fast sagen, Highlight. Das ist ja genial. Okay, werden wir testen? Werden wir austesten? Haben wir hier noch was Schönes? Easy to apply, ja. Ach, hier haben wir noch einen Rabattcode für weitere Produkte. Da werde ich mich mal schlau machen und mal rumstöbern, was es noch so Schönes gibt. Und damit sind wir durch, ihr Lieben. Das war unsere Beauty School. Wir haben ganz viel Neues gelernt. Wollen wir noch mal gucken, was wir gelernt haben? Dass man einen Conditioner benutzen muss. Okay, das ist was Innovatives, irgendwas Neues. Nochmal innovativ, die Handseife. Hyaluronsäure, gut, ist wahrscheinlich echt so eine Grundlage, die weil einfach jeder wissen sollte, benutzt das, gut für deine Haut. Concealerpinsel, wichtig, wichtig. Und dann hast du noch was, eigentlich kannst du dich so fertig machen, nur gut ohne Mascara, ist bei mir noch ein bisschen schwierig, ohne Mascara geht es kaum. Aber sonst hast du da gute Basics drin, ne? Und ein Scrub, das kannst du mal neu ausprobieren. Ich glaube, es haben noch nicht viele ausprobiert, so ein Coffee-Scrub. Finde ich ganz gut. Ich finde die Box gut. Wir haben einen Gesamtwert, den wollt ihr noch wissen. Fast vergessen. Bitteschön, da ist er. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ne? Allein der Conditioner ist das Doppelte von der Box. Also, wer Bock drauf hat, bitteschön, gönnt euch.
Die Welcome-Box sieht ein bisschen anders aus, habe ich euch gezeigt, aber lohnt sich auch. Da sind wir auch immer so krass beim hohen Wert, so krass schnell bei einem hohen Wert. Meine Favoritenbox. Ich überlege mir nochmal, wie ich das mache mit der August-Box. Ich habe auch noch eine andere August-Box hier. Ob ich euch die zusammen auspacke oder... Ich weiß noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich mache das, wie ich Lust habe. Lasst euch überraschen. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Versprochen. Ciao.